Liebe Landsleute, wertes Präsidium, wir sprechen heute über unseren Antrag Freiwilligkeit schützen, keine mittelbare Impfpflicht zulassen. Über die Frage, dass eine unmittelbare Impfpflicht nicht gewollt ist, sind wir uns alle einig, jedenfalls noch sind wir uns darüber einig, ob das auch weiterträgt, wenn sich im Sommer feststellen lassen sollte, dass die zur Herdenimmunität notwendige Grenze von 70% Geimpften nicht freiwillig erreicht ist. Darüber müssen wir dann zu gegebenem Anlass sprechen. Ganz anders sieht es aber aus mit der Frage einer mittelbaren Impfpflicht oder, wie man das positiv ausdrücken kann, Privilegien für Geimpfte. Da haben wir eine ganze Reihe von Ankündigungen gehört von Fluggesellschaften, die davon ausgehen, dass sie in Bälde nicht geimpfte Personen nicht mehr befördern wollen. Und auch aus der Politik kommt verhaltene Zustimmung für solche Privilegien. Am deutlichsten bisher wohl Heiko Maas, unser Außenminister, der das auch noch relativ ausführlich begründet hat. Meine Damen und Herren, ich bin ein bisschen skeptisch, wohin sich das alles entwickelt, wenn ich mir mal anschaue, wie die Halbwertszeit von Einigkeit von Maßnahmen in der Corona-Krise aussieht bei den Regierungsparteien. Ich zitiere mal April 2020, Bundeskanzlerin Merkel. Jeder weiß, dass eine Maske schon nach einer halben Stunde so durchfeuchtet ist, dass sie selbst zur Virenschleuder wird. Danach kam in den folgenden Wochen der Maskenzwang mit solchen Masken hier, die jetzt als nicht ausreichend dargestellt werden, sodass wir jetzt medizinische Masken beim Einkauf und bei öffentlichen Verkehrsmitteln und so weiter tragen müssen. Das lässt doch weit schließen, was die Halbwertszeit von politischen Zusagen in diesem Bereich angeht. Oder noch mal ein Zitat, diesmal vom Bundesgesundheitsminister Spahn aus dem September 2020, also so lange ist das nicht her. Man würde mit dem Wissen von heute, das kann ich Ihnen versichern, keine Friseure mehr schließen und keinen Einzelhandel mehr zumachen. Wie gesagt, September 2020, am 16. Dezember 2020 waren die Friseure und der Einzelhandel geschlossen. Insofern habe ich gewisse Zweifel, wie sich das mit dem Impfzwang verhält und insbesondere, wie sich die Frage mit den Privilegien für Geimpfte entwickeln wird. Meine Damen und Herren, ich mache keinen Hehl draus, ich habe das schon mal gesagt, ich bin ein Befürworter von Impfung auf freiwilliger Basis. Keiner von uns möchte irgendjemanden davon abhalten, sich impfen zu lassen gegen Corona oder gegen sonst andere Krankheiten, der das möchte. Wir lehnen aber jeden sozialen oder finanziellen Druck in diese Richtung ab. Zunächst mal, im Moment muss man feststellen, dass sich irgendwelche Privilegien für Geimpfte schon deswegen verbieten, weil die Freiheit zur Impfung zurzeit nicht besteht. Auch wenn ich wollte, könnte ich mich zurzeit nicht impfen lassen, könnte also solche Privilegien nicht in Anspruch nehmen. Und solange nicht sichergestellt ist, dass jeder, der das möchte, auch geimpft worden sein kann, verbieten sich meines Erachtens jegliche Diskussion über Privilegien für Geimpfte. Das muss, glaube ich, Konsens sein. Erstmal müssen alle, die wollen, geimpft werden können, damit wir über Privilegien überhaupt nachdenken dürfen. Dann gibt es eine ganze Menge von Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen eine solche Impfung gar nicht empfangen können. Auch da müsste man dann darüber nachdenken, was ist mit denjenigen, die aus gesundheitlichen Gründen einer Impfung sich nicht unterziehen können. Die müsste man dann, ähnlich wie beim Maskenzwang, mit irgendeiner medizinisch nachweisbaren Indikation wohl ausnehmen. Und dann haben wir ein Problem, denn die Nicht-Geimpften, die gar nicht geimpft werden können, die werden ja weiter
infektiös und könnten andere anstecken. Und da kommt das Nächste hinzu. Herr Maas hat gesagt, naja, wenn nur Geimpfte in Gaststätten kommen, dann können die sich gegenseitig ja nicht anstecken. Was spricht dagegen, das so zu handhaben? Dagegen spricht der Beschäftigtenschutz. Denn in der Gaststätte sind eben nicht nur Geimpfte, die da reinkommen, sondern da sind auch diejenigen, die dort arbeiten müssen, die vielleicht nicht geimpft sind und die könnten angesteckt werden. Also auch solche Argumentationen entbehren einer gewissen inneren Logik. Dann kommt aber entscheidend noch hinzu, wir wissen gar nicht, ob Geimpfte nicht weiter andere anstecken können. Die medizinische Grundfrage also, die dem für oder wider von solchen Privilegien zugrunde liegt. Geimpfte sind für andere nicht mehr infektiös, also in Anführungszeichen nicht mehr gefährlich. Die ist nicht geklärt. Solange das nicht geklärt ist, gibt es weiterhin, glaube ich, keinen Grund, über Privilegien für Geimpfte nachzudenken. Und weil das in diesen Gesamtzusammenhang gehört, möchte ich noch einen Satz dazu sagen. Wie gesagt, ich habe dargelegt, dass ich kein Impfgegner bin. Und die potenziellen Impfgegner, die aus irgendwelchen an Glaubenssätze erinnernden Gründen Impfungen jedweder Art ablehnen, für die habe ich auch kein Grundverständnis. Aber bei dieser Corona-Impfung muss man, glaube ich, schon ernst nehmen, dass in einem bisher nie dagewesenen Tempo ein Impfstoff entwickelt wurde, mit einer bisher noch nie dagewesenen Zahl von in Phase-3-Studien getesteten und zwar noch nie dagewesenen Zahl nach unten, sodass eine gewisse Skepsis über die Ungefährlichkeit dieser Impfung doch berechtigt erscheint. Und das alles einfach zu negieren und zu sagen, jeder, der aus solchen Gründen vielleicht schwankt in der Überzeugung, ob er sich gegen Corona impfen lassen möchte oder nicht, den zu einem Impfgegner oder Verschwörungstheoretiker zu verdammen, das entbehrt, glaube ich, jeder inhaltlichen Grundlage. Was können wir also tun, meine Damen und Herren, um solche sozialen und finanziellen Druckzustände zu verhindern? Unser Antrag formuliert das so weit, wie es gesetzgeberisch möglich ist. Im Punkt 1 die Landesregierung auffordern, im Bereich der Landesverwaltung und durch Einflussnahme auf Gesellschaften mit Landesbeteiligung eine Besserstellung von Personen mit Covid-Impfungen zu verhindern. Damit ist leider das, was das Land selbst tun kann, erstmal erschöpft. Aber wir können unsere Landesregierung auffordern, im Rahmen einer Bundesratsinitiative und wenn ich mir die Aussagen vieler Landesgesundheitsminister anschaue, dann müsste das auf breite Zustimmung stoßen, im Rahmen einer Bundesratsinitiative ein Begehren einzubringen, dass das der § 309 BGB, früher hat man das allgemeine Geschäftsbedingungsgesetz ausgeklammert gehabt, jetzt ist es ja seit etlichen Jahren im BGB beheimatet, dass man da eine neue Nummer 16 schafft, durch die eine klauselartige Besserstellung von Geimpften gegenüber Nicht-Geimpften ausgeschlossen wird. Und mal zur Klarstellung, allgemeine Geschäftsbedingungen, das ist ziemlich weit gefasst, wenn Sie in so ein Lebensmittelgeschäft, Kleidungsgeschäft gehen und da steht an der Umkleidekabine, bitte nicht mehr als 3 Artikel mitnehmen, dann ist das eine allgemeine Geschäftsbedingung. Und wenn Sie heute in den Einzelhandel betreten und an der Tür steht, hier herrscht Maskenpflicht und so weiter, dann ist das, sofern es nicht ohnehin eine gesetzliche oder verordnete Pflicht ist, immer noch eine allgemeine Geschäftsbedingung. Und es ist ein wirksames und approbates Mittel, über eine solche Ergänzung des § 309 eine Privilegierung von Geimpften auch im privaten Bereich zu verhindern. Und um das auch im Arbeitsleben sicherzustellen, müsste man in § 1 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes AGG eine Ergänzung vornehmen, die die Benachteiligung von nicht gegen Covid geimpften Personen ausschließt, am Arbeitsplatz und ansonsten im Geltungsbereich des AGG. Würde das beherzigt, dann, meine Damen und Herren, hätten wir einen breitflächigen Schutz vor einer solchen Privilegierung von Geimpften oder Diskriminierung von Nichtgeimpften und damit wirksam einer Tendenz vorgebeugt, die eventuell dann irgendwann in absehbaren Monaten zu einer Zweiklassengesellschaft führen könnte.
Ich hoffe und denke, dass wir uns alle daran einig sind, dass das kein Ziel unserer Politik sein kann. Vielen Dank.